Hallo und recht herzlich willkommen auf meinem Video-Channel Borgitech. Im letzten Video ging es um das gute Stück da. Oh, mit Zeiger drauf zeigen, hier mit Finger drauf zeigen. Da ist es. Die Wickeltrommel von Gardena, 35 Meter, Wickelautomatik, Wickeltrommel oder wie sich es nennen soll, Schlauchtrommel von Gardena mit einer Wickelautomatik, 35 Meter, wie gesagt, habe ich im letzten Video euch präsentiert und ich habe etwas kritisiert und zwar die Dreingabe, Fokus. Und zwar diese Sprühpistole, die habe ich im letzten Video kritisiert. Das typische Dreingabe von Gardena, ein günstiges Teil dabei gelegt, damit man irgendwas mit der Wickeltrommel auch machen kann. Das heißt, damit man die Funktion der Wickeltrommel auch ausprobieren kann oder testen kann. Also, wie gesagt, dieses Schissding war dabei und ich habe mir was Neues gekauft. Ich hatte das im letzten Video erwähnt. Ich muss was Neues haben und rap, da ist das gute Stück. Die Gardena 5 in 1 Premium Edition. Ich habe sie schon ausgepackt. Ich zeige euch jetzt das Teil, wie das funktioniert, welche Vorteile das Teil gegenüber diesem Teil hat. Auf geht's nach dem Intro. So, liebe Technikfreunde, es geht, wie gesagt, anfangs schon erwähnt, um diesen Gardena Sprühkopf oder diese Sprühpistole 5 in 1. Irgendwo steht es, hier oben steht es Premium Edition. Das gute Stück ist schon der Mercedes, wenn man so möchte, unter den Sprühpistolen bei Gardena. Ich habe das Teil natürlich schon mal ausgepackt. Dieses Ganze hängt nur an so einem Pappschild dran. Dieses Pappschild beinhaltet natürlich auch die Bedienungsanleitung, hier hinten kann man sehen, hier werden im Übrigen, ich versuche das mal so, hier spiegelverkehrt, hier werden im Übrigen alle Sprühstrahlformen erklärt, wie das Ganze funktioniert. Des Weiteren hat man einen Stopp eingebaut, hier in diesem Griffstück, ups, wo ist der Fokuspunkt, hier kann man das ganze Teil bedienen, aktivieren, deaktivieren und man kann das Ding natürlich auch blocken, dass es anbleibt, ne? Dass sie nicht permanent halten müssen. Und man kann wahrscheinlich auch verhindern, dass man, ne, kann man nicht, man kann nicht verhindern. Ah, schaut mal her. Ihr könnt dieses Feuer schon rüberschieben, runter und er rastet ein. Er bleibt aktiv. Ihr könnt das natürlich auch im gedrückten Zustand machen, einrasten lassen und fertig. Funktioniert sowohl als auch dieses Teil hier oben. Ist also zum Feststellen, dass ihr nicht permanent drücken müsst. Was haben wir noch für eine Funktion? Und das finde ich auch sehr, sehr gut. Hier oben habt ihr wie so ein Sprühstrahleinstellkraft, die ihr, ich will eine Fokuspunkte noch ein bisschen raus, so. Hier könnt ihr sozusagen die Stärke einstellen bis auf 0. Das heißt, ihr könnt zumachen und aufmachen auf volle Pulle und irgendwo dazwischen halt, was ihr halt wollt. Diese Stellung gibt es auch. Interessante Sache. Also ich denke mal, dieses hier ist sehr interessant, wenn man jetzt doch diese verschiedenen Strahlsysteme benutzen möchte. Einmal diesen Sprühkopf, dann gibt es hier dieses hier erinnert so ein bisschen wie am Brausenduschkopf. Dann habt ihr hier so einen fächerförmigen Strahl, dann habt ihr einen runden Strahl und so einen Sprühstrahl. Also hier werden durch Drehen die verschiedensten Strahlsorten aktiviert. Ich werde euch das gleich noch demonstrieren, wie das funktioniert oder wie das ausschaut. Aber das hier ist nun mal die Edelstahl Edition. Warum mache ich das Video? Weil ich festgestellt habe, der Unterschied zwischen der Plastikvariante, der finanzielle Unterschied ist imaginär. Diese Wassersprühpistole kostet nur 2-3 Euro mehr wie die Plastikvariante. Und zwar habt ihr dadurch hier oben den Kopf komplett aus Metall. Jetzt werden viele sagen, ob da Plastik oder Metall ist, interessiert mich nicht. Ihr müsst aber daran denken, die Drehmechanik, die befindet sich hier drin. So, und wenn das aus Metall ist, gehe ich davon aus, dass die Geschichte langlebiger ist, was das Verstellen angeht. Des Weiteren, der Anschluss hier ist auch aus Metall. Und ihr wisst ganz genau, wenn ihr das Ding ein paar Mal hinfallen lasst, wo fällt es drauf? Immer auf die dünnste Stelle und das geht kaputt beim Plastik. Hier habt da vielleicht eine Macke dran und das war's auch schon. Das bricht euch so schnell nicht kaputt. Also Augen auf beim Kauf von so einer Sprühpistole, ganz klar. Achtet drauf, dass ihr in diesem Fall euch wirklich
das Luxusteil gönnt, weil der Unterschied zwischen billig und teuer ist in diesem Fall imaginär. Und wenn man da nicht genau hinschaut, holt man sich für 3 Euro weniger die Billigvariante und könnte dieses Prachtexemplar haben. Hat natürlich auch ein höheres Gewicht. Ich kenne das Gewicht jetzt nicht von der Plastikvariante, von der Kunststoffvariante. So heißt der die richtige Bezeichnung, Kunststoffvariante. Nein, in diesem Fall ist es wirklich diese Metallvariante. Okay, so sieht das gute Stück aus. Vom Feeling her, es ist komplett gummiert. Das heißt, in diesem Bereich, ich schmeiß mal runter, habt ihr eine Gummieinlage in diesem Griffstück drin. Der Griff vorne ist auch nochmal gummiert. Und dadurch hat man eine wahnsinnig gute Haptik, wenn man das Teil jetzt so in der Hand hält. Also ich finde die Haptik wirklich gelungen. Vom Gewicht her ist natürlich nicht kein Plastikding. Ne? Also bis jetzt der optische Eindruck, Qualität, Verarbeitung, es geht nicht so schlabberig. Es geht schon mit einer gewissen Kraft, muss man hier schon das Ganze verstellen. Auch hier die Federkraft. Das ist nicht so ein Schlabberding, wo man meint, 5-mal benutzt und dann funktioniert die Mechanik sowieso nicht. Das wird hinterher nur der Langzeittest beweisen. Aber von meiner Seite her eine bis jetzt optisch von der Haptik her schon mal Daumen hoch. Kann ich nur empfehlen. Und wir testen das gute Stück jetzt im praktischen Einsatz. Ich habe meinen Schlauch abgewickelt, werde ihn jetzt erstmal wieder zurückholen. Ich will nicht bis ans Ende von meinem Grundstück da latschen, um da meine Sprühversuche zu machen. Ich werde das direkt hier vorne auf der Terrasse ausprobieren, aber das Ding macht erstmal optisch richtig rein her. Ne? Richtig geiles Teil. Ne? Also ich knapp 30 Euro habe ich dafür bezahlt. Ist natürlich nicht vergleichbar von der Preisgestaltung her, wie die Dinge, die man aus dem Supermarkt kennt, wo man auch Wurst und Salat wegkriegt. Das ist hier schon eine andere Liga. Das ist ein Teil, was ihr eher wahrscheinlich hinterher vererben könnt, als dass ihr euch ein neues kaufen müsst. Okay, machen wir mal den praktischen Test. Ne? So, liebe Technikfreunde, einige Tage sind jetzt vergangen. Ich habe das gute Stück im Beschlag gehabt, habe es ausgiebig getestet und möchte euch jetzt die Funktionsweise nochmal direkt zeigen, was hiermit möglich ist. Klar, wir reden hier von einem Wasserstrahl, der in unterschiedlichsten Formen gestaltet werden kann, aber ich möchte es euch direkt nochmal zeigen. So, und zwar dafür werde ich am besten mal die Kameraposition verstellen, damit ihr überhaupt seht, was da kommt, nicht? So, hier ist die Spritzpistole nochmal von nahen und man kann hier gut sehen, wie die Funktionsweise von diesem Kopf ist. Also wir haben hier einen konzentrierten Strahl durchdrehen, einen gefächerten Strahl, einen breiten Strahl, einen etwas schmaleren Strahl, wieder einen breiten Strahl und einen konzentrierten Strahl. Hier vorne können wir die Wassermenge dosieren und hier hinten können wir die Start-Stopp-Funktion aktivieren, ob das Teil einrasten soll oder nicht. So, wir fangen jetzt einfach mal an und ich zeige euch mal, wie das Ganze aussieht. Ich kann natürlich jetzt nicht so in der Kamera halten, das wäre kontraproduktiv. Nehmen wir mal den konzentrierten Strahl. Der ist kontraproduktiv, wenn Sie damit Blumen gießen wollt. Wenn ihr damit Blumen gießen wollt, ist das schlecht, weil ihr spült die Erde direkt aus dem Blumenkasten. Der zweite Strahl ist mehr so dafür geeignet, um die Pflanzen direkt nass zu machen, ohne dass die Erde ausgespült wird. Was auch gut für die Pflanzen ist, ist dieser hier. Das ist so mehr der Gießkanneneffekt. Der dritte ist ein dicker, geschwollener Strahl. Auch nicht schlecht zum Gießen. Der vierte ist der fächerförmige Strahl. Und wir sind wieder am Anfang, diesen konzentrierten Strahl. Die Wassermenge kann man natürlich hiermit dosieren und ich demonstriere das mal. Lässt sich allerdings nicht komplett abstellen. Des Weiteren haben wir die Möglichkeit, diesen Hebel hier rumzulegen und wenn wir reindrücken, bleibt das gute Stück einfach an. Hebel rumdrücken, aus. Das sind die Funktionsweisen dieser Brause. Ich finde sie sehr, sehr gut, muss ich echt sagen. Vor allem dieser Edelstahl
ist nicht nur Look, sondern das ist wirklich Edelstahl. Und deswegen empfehle ich euch, kauft euch lieber die etwas teurere für 2-3 Euro mehr. Und ihr habt hier Edelstahleinlagen. Einmal hier oben befindet sich die Mechanik zum Verdrehen drin. Das ist besser, wenn das dann aus Stahl, Edelstahl ist. Des Weiteren, wie ich erwähnt habe, der Anschlussstutzen. Auch aus Edelstahl, auch viel besser. Fällt euch das Ding runter, geht nicht gleich kaputt. Okay. So, ich bin am Videoende angelangt. Was soll ich zu euch zu diesem Brausekopf sagen? Ist ein typischer Gardena Brausekopf. Wirkt sehr wertig durch diese Edelstahleinlagen. Einmal hier oben, der Kopf ist aus Edelstahl und hier der Anschlussstutzen auch. Finde ich sehr wichtig. Hier oben befindet sich die Mechanik drin zum Verstellen und hier unten letztendlich auch der Anschlussstutzen. Beides ist empfindlich und deswegen hat Gardena sich wohl auch für diese Variante entschieden. In der Professional hier oben und hier unten entsprechend Edelstahl ein Material einzusetzen. Kostet nicht viel mehr. Also wer sich für so etwas interessiert, achtet bitte darauf, was ihr euch anschaut. Ich werde unterhalb von diesem Video natürlich den passenden Link hinterlegen, aber ich kann euch nur die Gardena, diesen Gardena Brausekopf mit diesen Kunststoffeinlagen empfehlen, denn die finanzielle Differenz ist einfach zu gering, als dass man sich für die Kunststoffvariante entscheidet. So, das war es von meiner Seite zum Gardena Sprühsystem. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen geben würdet, ein Like, schreibt was dazu, was euch gefallen oder nicht gefallen haben sollte. Ansonsten verbleibe ich wie immer mit meinem Gruß. Ihr solltet immer ein gutes Stück Technik zu Hause haben. Macht's gut und tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Borgitech. Ciao.